Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Link's Crossbow Training. Es geht weiter mit unserer Punktejagd in Level 4. So, Wasserfälle am Sorafluss, dann haben wir hier einen Friedhof und den Wald der Tarantula. Ja, das wird auch wieder mega witzig werden. Oh, ich merke gerade übrigens, der Abo-Button liegt falsch. Den habt ihr wahrscheinlich im letzten Part schon gehört und aber nicht gesehen. Das ist auch super interessant. Naja, dann muss ich das wohl demnächst mal ändern. So, auf jeden Fall starten wir wieder rein in ein neues Projekt, in ein neues Level und werden wieder die 80.000 Punkte als Ziel haben. Die Level werden jetzt auch ein bisschen knackiger und schwieriger. Das hier ist zum Beispiel auch wieder eins, das würde ich jetzt nicht beschreien, dass wir da gut auf Anhieb abschließen. Okay. Konzentration. Aber es ist ein schönes, beruhigendes Level. Aber manchmal kommen die halt richtig schnell die Wasserfälle runter. Da muss man ein bisschen hinterher sein. Shit. Seht ihr? Da ist es nämlich schon passiert. Wir haben daneben geschossen. Wenn man diese blauen Dinger abschießt, kriegt man übrigens Minuspunkte. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und der Multiplikator wird dann auch versaut. So, ich hoffe mal, wir kriegen hier noch eine halbwegs anständige Punktzahl auf die Ketten. Shit. Ja. Da passiert wieder so viel auf einmal. Theoretisch könnte ich schon von vorne anfangen. Ich glaube, hier kann man jetzt ganz gut zoomen, ne? Ja, und schon wieder daneben geschossen. Oh, ist das eine schlechte Runde. Ich hoffe, dass ich die vielleicht irgendwie andersweitig dann ausgleichen kann. Ihr merkt, 13.000 Punkte ist nicht gut. Ich habe 3-4 Mal daneben geschossen. Ah. In der letzten Runde kann ich es vielleicht wieder ausgleichen. Das müssen wir sehen. Die Runde ist halt auch richtig beschissen. Gerade wegen diesen Fledermäusen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ne? Wenn ich die Schusstaste gedrückt halte, kann ich Bomben schießen. Okay, da oben kommen wieder Fledermäuse. Sehr gut. Oh Mann. War eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe schon ganz gute Punkte. Ich hätte jetzt nicht so viel für das Level erwartet. Sehr schön. Oh, 60.000 Punkte? Was? Okay. Also ich habe jetzt mit 10 oder 20 maximal erwartet, gerechnet. Das ist ja nice. Okay, in der letzten Runde sind wir wieder frei unterwegs mit dem Controller-Stick. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall... Ah, da brauche ich zwei Schüsse, ne? Ja, ich brauche zwei Schüsse. Da kann man auf jeden Fall auch gute Punkte machen, erinnere ich mich. Warte mal, hier ist auch noch irgendwo eine. Hängt die hier irgendwo? Die hängt hier oben ab. Einmal runterschießen und einmal den machen, bitte. Bei der machen wir dasselbe. Wir müssen nicht alles schaffen. Ach, voll. Ich wollte gerade sagen, Konzentration ist wichtiger. Und da war es auch schon wieder vorbei mit der Konzentration. Schön daneben geschossen. Naja. Wir kriegen das trotzdem auf die Ketten. Bin ich mir sicher. Da oben hängt auch einer. So. Aktuell sieht es für mich aus, als ob man den Zeitbonus kriegen könnten. Das wäre zumindest noch ganz cool. Wo ist denn die letzte? Hä?
Ah, die hängt da oben rum. Ja, hätte auch besser laufen können, aber die 20.000 Punkte haben auf jeden Fall erreicht. So. Wunderbar. Ja, da freue ich mich. Es ist nämlich auch so ein... Das ist schwierig hier, das Level. Das ist wirklich schwierig. Habe ich manchmal meine Probleme mit. Gerade mit der ersten Runde, weil da viel auf einmal passiert. Und die zweite Runde ist eigentlich mein schwächstes Level. Meine schwächste Runde in dem Level. Aber die habe ich echt mit Bravour gemeistert, muss ich sagen. Da bin ich ja selber von mir ganz hin und weg. So, Level 5. Was haben wir da? Ah, Kumula, ja. Und das ist auch, und das, oh Gott. Was war das? War das Runde 3? Ah, cool. Ah, schön. Okay, schauen wir mal. Jetzt erstmal schön nach Kumula. Mit der Dante. Hier schon mal so ein paar von den wegschießen. Da muss man auch echt aufpassen, weil die schwanken immer so. Und wenn du so einen Kumulaner abschießt, kriegst du Minuspunkte. Deswegen auch hier ist wieder das Motto, weniger ist mehr. Na, ja, siehst du? Oh Gott, die Armen. Das war ja wieder richtig beschissen. Oh Gott. So. So. Das ist ein richtig nerviges Level. Wow, wie die rumschwanken, ey. Ich glaube, das wird die schlechteste Runde, die wir bis jetzt hatten. Bin ich mir irgendwie sicher. Okay. Kleine Konzentrationsproben noch hier. Und zumindest ein paar Punkte machen. Okay, eine 10.000 haben wir noch bekommen. Gott sei Dank. Ist noch alles drin, sage ich mal. Ist noch alles drin. So, Level 2 war... Ja, das ist auch wieder eher so semi-geil, sage ich mal. Runde 3 wird es dann rausreißen, hoffe ich. So, hier ist jetzt halt das Problem. Die springen auch wieder so. Da muss man auch ziemlich hinterher sein, weil die greifen einen, glaube ich, auch an. Wenn du sie so lange am Leben lässt. Und da geht's auch schon wieder daneben. So, das ist eigentlich ganz geil. Zack, 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 zack. Easy. Schön nochmal ein paar Punkte gemacht. Ja, und da war es auch schon wieder vorbei. Tamar! Sind gegeneinander gefahren! Dafür konnte ich ja nichts. Ah, okay. Das wird unsere schwächste Runde bis jetzt. Wahnsinn! Cool! Jetzt muss ich es echt mit der letzten Runde rausreißen, sonst, ja. Müssen wir das auf jeden Fall nochmal zocken. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, bewege dich mit dem Controller-Stick. Genau. Das Beste daran ist ja die Musik. So, am besten gleich alles, was geht, von hier abschießen. Dann haben wir später weniger Probleme. Es sind auch nur 14 Gegner. Problem ist halt, ich kenne die Level nicht mehr, ne? Wenn man genau weiß, wo die alle sind, geht das natürlich alles viel schneller. Logischerweise. Das kann mich jetzt halt den Versuch kosten, sag ich mal. Dadurch, dass ich nicht mehr richtig weiß, wo die alle wohnen. Ah, verdammt, okay. Ich glaube, wir können neu anfangen. Ich werde es trotzdem mal noch zu Ende spielen, weil ich gerne wissen will, wo die überall sind.
Oh, okay, da oben sind auch richtig viele. So, und dann haben wir hier drinnen irgendwie noch drei, wie mir scheint. Die Frage ist, wie komme ich denn da rein? Da haben wir noch einen. Hier komme ich zum Beispiel nicht rein. Muss ich mal noch gucken, wie ich da reinkomme? Das war jetzt so die Frage. Okay, wir haben Silber erhalten. Das ist eher schlecht. Ich würde die Runde gleich nochmal spielen. War bis jetzt wirklich die beschissenste Runde. Das beschissenste Level auch. Man kriegt trotzdem immer ein neues Level. Man muss nur eine Medaille erhalten. So ist das halt nicht. Aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal zocken. Gerade Runde 1 und 2 können deutlich besser sein. Und Runde 3, da könnten halt auch 50.000 Punkte stehen. So. Konzentration, Leute. Weniger ist mehr. Okay. Hatte ich keine Lust mehr zu schießen. Da wollte ich nicht mehr schießen. Da hatte ich Angst, dass er wirklich loslässt und ich daneben schieße. Wir machen lieber schön auf Konzentration. Nein! Kann doch nicht wahr sein. Ist halt aktuell wirklich so mein Nemesis hier, die Viecher. Ah, shit. Da gehört auf jeden Fall noch ein bisschen Übung dazu, würde ich sagen. Diese blöden Enten. Da war ja die erste Runde sogar noch besser. Jo, ich habe mich verschlechtert. Ach nee. So, vielleicht können wir ja in der zweiten Runde ein bisschen was rausholen. Mein großer Plan ist halt wirklich in der letzten Runde, da sind 60.000 Punkte auf jeden Fall möglich, wenn ich mich da ein bisschen konzentriere und weiß, wo die Gegner sind. Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, wo ich an der Stelle... wo ich an der Stelle zu den letzten zwei, drei Typis da komme. Das ist gerade eigentlich so mein Hauptproblem. So. Sehr gut. Ah, nice. Sehr, sehr gut, Leute. Das hat natürlich deutlich besser gemacht. Damit sind wir bei 50.000. Wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentriere in der letzten Runde, könnte das noch was werden. Das könnte noch was werden. Aber muss halt ein bisschen Konzentration dabei sein und ich darf nicht daneben schießen. Okay. Zack. Zack, zack, zack. So, dann haben wir den Freund. Den da, den da, den da, das Fass. Zack. Da haben wir doch schon gut was weggeschossen. So, jetzt war hier gleich einer. Ich glaube, ich kann auch hier reingehen. Und kann da die zwei wegballern. Oh Gott. Ah, der ist mir jetzt zum Verhängnis geworden. Das war sehr schlecht. So. Ja, das muss auf jeden Fall besser gehen. Oh Gott. Du, 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 du.
So, und das sind jetzt auch aber die letzten drei. Oh nein, hat er mir gerade Schaden gemacht. Oh nein. Jetzt wird das nichts, weil der mir jetzt noch Schaden gemacht hat. Oh nein, so knapp vorbei. So knapp vorbei an der Punktzahl. Oh, das ist ärgerlich. Shit, weil der runtergefallen ist und hat mir quasi Explosionsschaden gemacht. Ah, Leute, das ist ja heute richtig nervig hier. Jetzt hängen wir schon so lange an dem Level fest. Ja, so schnell kann es gehen. Aber das reicht mir noch nicht. Weiter geht's. Also ich finde, wir haben die Runde richtig geil gemacht. Die hätte wesentlich besser laufen können. Und die hätte auch noch... Ja, ich war schlecht. Ich wurde zweimal getroffen. So, Konzentration wieder. Wieder. Die gab es heute noch gar nicht, die Konzentration. Okay. Erstmal einen ruhigen Multiplikator aufbauen. Alles gut, alles gut. So läuft der Lachs doch erstmal. Yo. Ach, shit, daneben geschossen. Okay. Jeder Punkt kann was Gutes bedeuten. Ja, 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 ja. Okay, war zumindest besser, das Beste, was wir bis jetzt hatten. Wenn ich jetzt so weitermache, wie ich vorhin weitergemacht habe, könnte es was werden. Aber nur wenn. Komm schon. Konzentration, Leute. Ist auf jeden Fall möglich. Sehr schön. War eine sehr, sehr gute erste Runde. Okay, den habe ich lieber mal ausgelassen. Nein! Verdammt. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Okay, dann muss ich mich jetzt halt wieder reinhängen. Konzentration, let's go, Leute. Ist möglich, ne? Es ist möglich. Ich muss es halt wirklich nur auf die Ketten kriegen. Aber ist vielleicht auch ganz gut, um einfach mal zu demonstrieren, dass nicht immer alles so glatt läuft in dem Game. Und man auch hier öfter mal neu starten muss. Zack, 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 zack. Da oben ist auch noch einer. Den darf ich nicht vergessen. So, das war schon mal sehr gut. So, das läuft doch. Ich mache erstmal die da drüben weg, glaube ich. Dann habe ich da schon mal Ruhe. So, hier hockt auch noch einer. Da hinten in der Ecke hockt auch noch einer.
Guck mal, das läuft. Das läuft. So, zack. Einfach ruhig weitermachen, konzentrieren. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich glaube, ich habe es auch schon geschafft. Perfekt. Ja, und da wurde ich vorhin getroffen. Gott sei Dank, Leute. Wir haben es noch geschafft. Wunderbar. Perfekt. Aber es war auch knapp, ne? Ja? Ja, okay. Es geht. Es geht. 90.000 haben wir. Perfekt, Leute. Ist auch gut zum Ende des Parts geworden. Damit ist Level 5 auch noch abgeschlossen. Wow. Puh, ja, es sind noch 4 Level. Ja, diesmal haben wir nur 2 Level geschafft. Ich hätte gedacht, wir schaffen diesmal 3 oder 4 sogar. Aber man wird eines Besseren belehrt, wenn man halt in einem Level feststeckt. Dann ist es halt so. Manche dauern noch ein bisschen länger. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, liebe Leute. Mal gucken, mit was. Da möchte ich euch das noch nicht vorenthalten. Das gucken wir gleich nochmal rein. Rückkehr nach Ordon, Verfolgung abschütteln und die Jagd in den Bergruinen. Aha, geil. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.